I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. Willkommen zurück in meinem Leben, würde ich mal sagen, ne? Ich bekomme jetzt meine Zahnspange raus. Kurzes Close-up, wenn du das nicht sehen willst, kurz 3 Sekunden Vorsprung. Wir haben jetzt gerade 8.30 Uhr, der Termin ist um 9 Uhr und dann kommt die Zahnspange raus. Das waren jetzt 3 Jahre ungefähr mit Zahnspange, ich glaube, es hat hier. Es wird Zeit, jetzt ist es wirklich Zeit, die rauszubekommen einfach. Ich bin so aufgeregt, Leute. No joke. Naja, okay. Ich esse dann gleich erstmal einen Apfel. Aber let's go to the appointment. Ich habe das Gefühl, es wird immer später. Ich habe echt das Gefühl, immer wenn es irgendwie wichtig ist, irgendwo hinzukommen, kommen wir immer zu spät. Das kann doch nicht sein. Naja, you know, wir müssen positiv bleiben. Auch wenn ich gerade ein bisschen am Zittern bin, dass ich nicht pünktlich komme. Ich will wirklich diese Zahnspange raus haben und es ist eine halbe Stunde, um dahin zu fahren. Das ist fein. Ich habe mir jetzt gerade schon ein paar Aktivitäten überlegt, die ich machen möchte, wenn ich keinen Zahnspange mehr habe. Nummer 1, einen Apfel essen. Nummer 2, ein Kaugummi kauen. Und das machen wir gleich alles. Mein Mund kann ich immer noch nicht so weit aufmachen. Und zwar so weit. Hygienen war immer schwer. Ich bin jetzt im Wartraum. Und gleich geht sie ab. What the fuck? Süß, oder? Wenn du schon dabei bist, abonniere doch gerne den Kanal, lass einen Daumen hoch da und kommentiere was Schönes. Ne? Ich habe hier so ein Schokoladenbrötchen hier, ne? Ich weiß nicht, ich fühle das gerade gar nicht. Okay. Das ist so komisch. Weil nichts hier hinten in der Zahnspange halt hängen bleibt. Das heißt, ich esse einfach alles direkt. Es ist nicht irgendein halber Kontinent, kann dann auch was essen. So weißt du, wie ich meine. Fühlt sich nicht richtig an. Ich habe gerade eine Stunde in der Sonne gelegen. Jetzt gibt es Essen. Ja. Mama hat leckeren Aubergine-Rührei gemacht mit Reis. Okay, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe meine Zahnspange rausbekommen. Ist bereit. Ich habe mich noch nicht richtig daran gewöhnt. Also sieht so fake aus. Ich komme einfach gar nicht drauf, klar. No joke. Aber ich hatte einen Plan gerade. Und zwar dachte ich mir, mache ich mich ein bisschen fertig. To boost the confidence, you know. Ich habe hier mein Wasser, ich bringe meine andere Flasche bei Gesa gegessen. Deswegen habe ich meine L.L. Bean Flasche aus den USA. Die habe ich mir gekauft als Erinnerung. Damals auf meinem Austausch. Let's do that. Ich würde sagen, Haare. Weiß ich noch nicht. Ich schaue ein bisschen auf Pinterest und dann entscheide ich mich. Irgendwie lustig aus das gerade. Let's put on some Make-up. Ich habe ein bisschen Concealer hier und ich habe ein bisschen Puder. Ich sehe aus wie vorher. Das Ding ist, ich muss noch laufen gehen. Das heißt, ich muss mich gleich wieder abschminken. Ich liebe es, aber erstmal essen wir jetzt einen Apfel. Also wir beißen da jetzt rein. Let's go. Dass es mehr so ein Vlog wird auch. So der Tag, wo ich meinen Zahnspange rausbekommen habe, you know? Also ich habe einen Apfel. Einfach einen Apfel. Und da beiße ich jetzt rein. Das konnte ich jetzt 3 Jahre lang nicht machen. Oder 2,5 Jahre lang. Nice. Ich muss sagen, das ist erstens anders, zweitens nice. Und vielleicht gehen wir gleich in die Stadt und dann kaue ich einen Kaugummi.
heute Abend bin ich verabredet mit einer Freundin. Und darauf freue ich mich auch schon richtig. Sie heißt Chiara. Wir kennen uns schon seit wir Babys sind. Bevor wir überhaupt sprechen konnten, kannten wir uns. Und ja, ich würde sagen, das ist eine Busenfreundin. Ich weiß nicht, kann man das sagen beim Alter? Aber solange wir uns schon kennen, das ist einfach eine... Wir kennen uns einfach 17 Jahre. Fast 18. Das ist sehr, sehr lange. Let's go. Guck mal, da ist Chiara, von der ich dir schon erzählt habe heute. Willst du ja was über dich erzählen? Ich genieße jetzt meinen Lambada und ja, sonst ist der Abend eigentlich noch ganz offen. Ja. Was ist das? Was ist das? Ein Plastikrührstab. Ich habe das Gefühl, die haben es da drin einfach vergessen. Ich glaube auch. Die haben den Cocktail gerührt und die haben es einfach vergessen. Ich glaube ein Ipanema. Probier mal. Willst du probieren? Ja, gerne. Ich mag das kleine Eis. Ja, ne? It's crushed. Wie schmeckt's? Wie ein Sonnenuntergang. Einfach nur ein Sonnenuntergang. Cheese. Hast du durch meine Camera roll? Ja. Ja. Du siehst wunderschön aus. Na, ich weiß ja nicht. She's so pretty. Look at her. So. Ein bisschen Sushi aufgegessen. Das war sehr lecker. Wir haben immer dieses frittierte Sushi, was richtig nice ist. Papa holt mich gleich ab, weil es ist ein bisschen spät mit dem Bus und wir bringen Chiara noch eben kurz zur Bushaltestelle. Ja, es ist ein richtig nice Abend gerade. Ich habe gesagt, ich würde ein Kaugummi essen. Ist Chiara da? Sie hat mir ein Kaugummi gegeben. Das ist jetzt das erste Mal Kaugummi sein. Kaugummi? Okay, also abonniert den Kanal. Mhm. Und wenn nicht, dann finde ich raus, wo ihr wohnt. Und dann komme ich vorbei und dann müsst ihr den Kanal abonnieren von meinen Augen. Jetzt gibt's ein Rennen. Okay. Wir machen wirklich ein Rennen. Ja, no joke. Wer wird gewinnen, Chiara? Das ist die Dirty Gang. Oh, mein Handy ist gerade ausgegangen und meine Kamera ist auch leer. Deswegen filme ich jetzt mit dem iPad. Ich putze jetzt meine Zähne zum ersten Mal. Ohne Zahnspange. Du bist jetzt einfach ein Teil davon, you know? Wait a minute. That'd be weird. Ich hab mir von dem Zahnarzt diese. Okay, was willst du dann für eine lose Zahnspange dann haben, für eine Farbe? Und ich hatte halt zuvor, hatte ich halt eine durchsichtige gehabt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt 14, ich bin alt, ich bin seriös, ich habe eine durchsichtige Zahnspange, ne? Das hat sie mich nochmal gefragt. Klar, du willst durchsichtig haben, ne? Und ich so, was gibt's denn noch? Und ich so, du willst pink haben. Und ich so, ja. Und sie so, willst du auch noch Glitzer drin haben? Und ich so, jetzt habe ich eine pink mit Glitzer.